Ganz herzlich hallo zusammen hier auf dem Podcast, der sich mit den Themen Leadership, Management und Sicherheit auch mal aktiv und vor allem gerne auch mal kritisch auseinandersetzt. Der heutige Gast bei diesem Podcast ist nichts mehr und wertvolleres als der Karim selbst, Karim Albasch. Karim Albasch ist und hilft Führungskräften in Unternehmen und Selbstständigen in der Umsetzung ihrer Vorhaben. Das heißt, es geht darum, den Fokus auf die Umsetzung zu legen, damit ein langfristig erfolgreiches Geschäft aufgebaut werden kann. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Herzliches Willkommen. Hallo, Karim. Hallo, Anton. Also sage ich Toni, oder? So wie immer. Ja, das wäre schon angenehm, weil du weißt ja die Geschichten, die wir früher immer so hatten in der Familie. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann hat meine Mutter Anton gerufen. Von dem her gesehen, passt auch Toni recht gut. Perfekt. Und ich denke, wir wollen das hier so belassen. Toll, danke vielmals, dass du Zeit hast. Ich möchte gar nicht groß dich selbst vorstellen, sondern du darfst das dann gerne selber machen. Und zwar legen wir doch gleich los in diesem Podcast, wo es wirklich darum geht, dich ein bisschen genauer kennenzulernen, was du so machst und so weiter. Und hier doch gleich mal die erste konkrete Frage an dich. Karin, wenn du jetzt heute deine Schwiegermutter treffen würdest oder deinen Schwiegervater, wie würdest du dich von deiner besten Schokoladenseite präsentieren? Leg mal los. Okay. Wer bist du, was tust du, woher kommst du? Ja, wahrscheinlich hätte meine Partnerin vor mir schon ganz viel über mich erzählt und dann hätte sie gesagt, du, der Karim ist ein ganz toller, der arbeitet mit Menschen, der macht Meditation, Mindset-Trainings. Der war mal in der K4, also ist auch praxiserprobt, der hat Lebensmittelwissenschaften studiert, den habe ich beim Salsa-Tanzen kennengelernt, ganz spannender Typ. Aber du lernst ihn am besten selbst kennen, du kannst ihn fragen, was du willst, der ist total offen, ist sehr scharfsinnig und ich glaube, er ist ein guter Gesprächspartner. Ja, das hoffen wir mal schwer, weil sonst hättest du ja bei deiner Schwiegermutter schon ein paar Minuspunkte eingeholt. Aber ich will jetzt da nicht deiner Schwiegermutter Konkurrenz machen, sondern bleiben wir doch bei dem Thema. Wirklich gesagt, du hast ein paar Eckpunkte erwähnt. Du kommst aus der Lebensmitteltechnologiebranche, also etwas sehr Spezielles, etwas, das mit analytischem Vorgehen zu tun hat, mit Genauigkeit, mit einer gewissen Verantwortung auch, denke ich mal. Und wenn wir jetzt das so anschauen, wie war denn der Start so ins Berufsleben? War das deine erste wirkliche Berufserfahrung als Lebensmitteltechnologe oder wie nennt man diesen Beruf? Das nennt man Ingenieur. Ich war in der ETH, das sind die Lebensmittelingenieure. In Wensfield gibt es die Technologen, das sind die, die das umsetzen können, was sich Ingenieure ausdenken. Okay. Also du hast früher nicht so viel umgesetzt wie heute. Du gehst eher heute in die Umsetzung rein und sagst dann, okay, jetzt mal raus aus der Theorie und rein in die Praxis, wie man so schön sagt. Ja, also ich habe nicht so einen typisch linearen Lebenslauf, wie sich das so manche denken. Ich habe die Wirtschaftsgymnasium gemacht, damals in Frauenfeld. Und dann war ich eigentlich fast 2 Jahre lang in der Schweizer Armee. Das waren damals die Rekrutenschule. Dann wurde ich Unteroffizier plus abverdient an die Offiziersschule und habe da den Leutnant abverdient. Habe mich da so konstant mit Themen wie Führung und Sicherheit auseinandergesetzt. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Das Studium fand ich unglaublich langweilig. Das war für mich echt der pure Horror. Und ja, nach 2,5 Jahren brauchte ich dann noch eine Pause. Da war ich für einen Auslandeinsatz in der K4. Das kennst du ja mit der Swisscoi. Ich war da bei der mechanisierten Infanterie, ich habe da etwas Praktisches gemacht, schon wieder Führung, schon wieder Unsicherheit oder Sicherheitsthemen. Habe dann meinen Master gemacht in Lebensmittelwissenschaften und habe dann angefangen, als Leiter Qualitätssicherung zu arbeiten auf dem Beruf. Und das hat etwa knapp 2 Jahre gedauert und dann habe ich es auch da nicht mehr ausgehabt, weil ich gemerkt habe, ich will nicht mehr der Polizist sein in der Lebensmittelindustrie, der da irgendwo Häkchen setzt und ich möchte mehr machen, ich möchte mehr nach vorne bringen. Das heißt, du hast wirklich schon früh an mit Verantwortung zu tun gehabt oder das auch umsetzen müssen in dem Sinn. Wie bist du denn damit umgegangen, mit dieser Situation Verantwortung früh übernehmen zu müssen? Interessanterweise hat mir das sehr gut gefallen.
Also ich habe das kürzlich mal reflektiert, wenn man da so als 90-jähriger Bursche 20 Leute hat und man bringt denen bei, wie man richtig mit dem Gewehr umgeht. Da ist Sicherheit und da sind Regeln sehr, sehr wichtig. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn man sich an bestimmte Regeln hält in Hochrisikosituationen, das hilft. Und auch später dann als Zugführer, so dieses ganze Handling mit Handgranaten, mit Panzerfäusten, das sind wirklich so Dimensionen. In der Situation habe ich es einfach gemacht, weil ich wusste, es ist so richtig. Ich hatte da ab und zu mal ein mulmiges Gefühl, wenn du einen Menschen hast, der vielleicht nicht so genau damit umgehen kann, dann schaut man doppelt genau. Aber grundsätzlich, du tust es. Und halt dadurch, dass ich das oft gemacht habe, kam dann auch die Sicherheit mit dem Machen. Okay. Also das heißt wirklich, das Wissen alleine genügt nicht, sondern man muss es wirklich umsetzen. Man muss täglich darin sich bewegen in diesem Metier, damit man da eine gewisse Sicherheit bekommt. Und das hast du recht früh in der Verantwortung durch das Militär jetzt mitbekommen, wie du gesagt Ja. hast, zum Offizier. Und hast dann aber nach Nach diesem diesem Thema Thema. von, muss ich hier mal schnell einen Regler stellen. Nach dieser Situation vom Offizier, von der Ausbildung, vom Abverdienen, dann zurück in die Lebensmitteltechnologie gewechselt. Und bist du da, wie lange bist du da drin geblieben oder wo war dann so der Change, als du gesagt hast, da habe ich wirklich nicht groß Lust, jetzt weiter diese Schiene des Qualitätsmanagements, Qualitätssicherung zu übernehmen? Also ich glaube, das ist bei ganz vielen Leuten so, du tust etwas und glaubst dann, das ist das, wo ich den Rest meines Lebens damit verbringe. Ich habe damals mein Fachpraktikum gemacht, in der Qualitätssicherung, das kannte ich. Und ja, wie ich heute vom Mindset weiß, der Mensch strebt immer an das, was er kennt. Also habe ich natürlich automatisch das angestrebt, was ich kannte. Ich wollte irgendwann auch Unternehmer sein, aber damals hatte ich noch viel zu wenig Erfahrung. Da habe ich in der Qualitätssicherung angefangen und im ersten Moment war das perfekt, weil ich habe das gemacht, was ich kannte und ich habe mich da weitergebildet. Es war sehr, sehr gut. Habe dann aber im Verlauf der Zeit gemerkt, ich kann nicht aufblühen, wie ich das gerne hätte, weil es mir einfach wichtig war, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mich einbringen zu können. Und da habe ich dann gemerkt, wie so Mindsets völlig unterschiedlich sind in der Kommunikation. Als ich eingestellt wurde, hat mir der Geschäftsführer gesagt, ja, wir haben hier ein großes Entwicklungspotenzial, um das ganze Unternehmen nach weiterzubringen und du kannst dich einbringen. Da Okay. dachte ich, perfekter Ort. Nur habe ich nach etwa 1,5 Jahren gemerkt, er hat 10 Jahresabständen gedacht, ich habe in 1 Jahresabständen gedacht. Weil durch die Armee, weil wir da immer so Einheiten hatten von so von 4 oder 5 oder 6 Monaten, habe ich in der Zeit, da machst du alles, was irgendwie möglich ist. Also so dieses Karriere über 10 Jahre, das habe ich noch nie irgendwo gehabt. Dafür war ich komplett anders getaktet. Okay, das ist eigentlich so die Diskrepanz, die du hast dann zwischen der kurzfristigen Planung, der langfristigen Planung oder der Kommunikation, dass du denkst, du willst es vorankommen. Das ist ja vielfach bei jungen Menschen auch so, die wollen sich einbringen, die wollen sich bewegen, gerade auch die heutige Generation der 20- bis 30-Jährigen, die wollen was erreichen, die wollen was umsetzen und sich einbringen können. Und das hat dir dann aber in diesem Zusammenhang, in dieser Lebensmitteltechnologie nicht die gewünschte Flexibilität oder Möglichkeit geboten, wie ich jetzt verstanden habe. Und dann hast du einen Wendepunkt erreicht. Was war denn dieser Wendepunkt? Also ich glaube, vielleicht vorneweg, es geht nicht um die Branche, sondern um das Unternehmen, wo man drin ist. Okay. Und bei dem Unternehmen, wo ich war, da war eigentlich so der Wendepunkt, dass der Chef und ich Meinungsverschiedenheiten hatten. Kunden haben Handlingsfehler gemacht, haben dann gesagt, ja, ihr arbeitet schlecht. Ich habe nachgewiesen, dass der Fehler beim Kunden liegt. Und der Chef meinte dann, der Kunde ist König. Und ich sage, nee, Kunde, wenn das nicht weiß, muss man ihn aufklären. Und das war so eine Diskrepanz, wo ich dann merke, also entweder ich bin Leiter Qualitätssicherung oder ich bin es nicht. Und ja, dann haben wir zusammen gesprochen und dann war sehr klar, aus die Maus. Und das war für mich ein Befreiungsschlag, weil ich wollte eigentlich schon lange gehen, weil ich gemerkt hatte, ich möchte selber Verantwortung übernehmen, ich möchte selber für meine Resultate verantwortlich sein. Und ja, habe mich dann probiert mit so ein paar kleinen Geschäftsideen.
wo ich gearbeitet habe. Und den Durchbruch hatte ich dann aber, als ich angefangen habe, eine Methode zu unterrichten im Bereich Mindset-Training. Das war dann sehr, sehr erfolgreich und das war dann so mein Startschuss ins erfolgreiche Unternehmertum, das seine Höhen und Tiefen hat. Okay, das klingt ja wirklich interessant. Also wenn ich da ein bisschen reinhaken kann, wann war denn das, als du diese Methode fürs Mindset dann wirklich ausgearbeitet und in die Welt hinausgetragen hast? Was und wann war das? Also angefangen für mich im Training habe ich 2005, das waren so meine ersten Kurse. Der Grund war Lebenskrise mit 26 war ich da. Okay. Das hat mir sehr viel gebracht. Dann habe ich mich kontinuierlich weiter geforscht. Also ich habe es für mich gemacht, habe dann angefangen, Freunden zu erzählen. Und auf einmal konnten die Dinge verstehen oder umsetzen, was andere nicht konnten. Dann habe ich eine Methode kennengelernt. Ist eine Methode, wo man sehr schnell innere Veränderung herbeiführen kann, Ängste loslassen, Druck abbauen, Stress abbauen, Stärken, hervorragend funktioniert. Da habe ich in einem halben Jahr die Ausbildung zum Trainer gemacht und in der Schweiz war da damals eine super große Nachfrage. Und im ersten Kurs hatte ich 15 Leute, im zweiten Kurs hatte ich 20 Leute und das erste halbes Jahr, das ist nur so aus dem Boden geschossen. Das war sehr, sehr schön. Wie geht man denn mit als junger Mensch, wenn man gerade hier so in der Entwicklung ist und etwas Neues angegangen hat, wie geht man mit diesem Erfolg um, wenn man denkt so, ah, endlich läuft das Ganze, ich habe es ja endlich gewusst, ich muss da was machen und so. Wie geht man mit dem um oder wird man da ziemlich automatisch wieder ausgebremst? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe das so gut gemanagt, wie ich konnte. Und natürlich, wenn man als junger Mensch anfängt und irgendwo ist man ein halbes Jahr erfolgreich, dann hat man das Gefühl, das liegt an einem selbst. Ich habe mich dann von der Methode getrennt, weil die sehr viel mit sehr viel manipulativen Absichten da dabei waren und mir gefällt das überhaupt nicht. Mir ist die Freiheit sehr wichtig, auch die Freiheit für den Menschen, dass der nicht manipuliert wird vom Trainer oder vom Therapeuten oder Coach. Und deswegen musste ich dann zusammen mit meiner Partnerin die eigene Methode entwickeln. Und ich war dann der Meinung, ja, das läuft jetzt so weiter, habe dann aber gemerkt, ich habe von Marketing und Business eigentlich überhaupt keine Ahnung und musste dann erfahren, wie die Zahlen komplett zusammengebrochen sind. Die Leute haben es nicht mehr gefunden, weil ich nicht wusste, wie man Werbung macht. Und dann habe ich erst angefangen, mich so richtig damit auseinanderzusetzen. Was braucht es überhaupt, wenn man ein richtig gutes Produkt hat oder richtig gute Dienstleistung hat? Was braucht es überhaupt, das rauszubringen? Und ich würde sagen, ja, also einerseits habe ich dann immer mich weitergebildet im Bereich Meditation, Mindset sehr, sehr stark. Und auf der anderen Seite eben so dieses, ja, wie kann ich das jetzt vermitteln, was ich hier gelernt habe, was nicht so greifbar ist? Und das waren so deswegen zwei parallele Wege. Auf der einen Seite Mindset, auf der anderen Seite Business oder Vermarktung, Verkauf. Das ist ja wirklich interessant. Jetzt erklärst du mir im Vorgespräch oder uns, den Hörern, dass du sehr stark auch Erfahrungen im Militär, in der Armee gemacht hast. Dann kommst du mit dem Thema Mindset, Meditation und dann noch Business. Hast du da drei Persönlichkeiten in dir drin oder wie kriegst du das unter einen Hut? Du, also ich hatte es oft so, dass ich etwas gemacht habe und wenn es dann abgeschlossen war, war es abgeschlossen. Viele Menschen, die werden reduziert auf, da heißt ein Mensch, der hat irgendwie genau eine Fähigkeit, Punkt. Ja, das kann sein, aber ich hatte schon immer so, wenn mich etwas interessiert hat, habe ich mich da zu einem gewissen Grade reingesteigert und wurde dann sehr gut in dem Thema. Und das war dann einerseits in der Armee, weil ich habe auch Salsa getanzt, war ich auch nicht gerade der schlechteste Tänzer. Ich habe mal Gitarre spielen gelernt. Mein Gitarrenlehrer meinte, also ein Jahr Training, du kannst an die Hochschule gehen. Das wollte ich dann aber nicht. Und von dem her, für mich war es nie ein Ausschlussverfahren, du kannst nur dieses oder jenes, sondern wenn dich als Mensch etwas interessiert, dieses Interesse bringt dich viel weiter als irgendwie ein ellenlanges Studium, weil du auf den Punkt kommst. Und ich war schon immer sehr resultateorientiert. Das heißt, wenn ich etwas tue, zum Beispiel ich entdecke eine neue Meditation oder eine neue Technik, dann forsche ich da so lange dran, um zu prüfen, ob das funktioniert und wie das funktioniert, bis ich es habe. Wenn es im Business genau gleich, wenn es etwas ist, ich forsche so lange, bis ich es habe. Und
da kann ich mich auch dann wie so reinbeißen und das weiterentwickeln. Und dann habe ich eine Fähigkeit, ich weiß nicht, wo ich die her habe, aber wenn ich mal etwas gelernt habe, kann ich das super gut weitervermitteln. Und das ist so eine meiner Stärken, wenn ich etwas verstanden habe, dass ich immer Wege finde, wie andere Leute das noch schneller verstehen. Und das ist ein Grund, warum heute der Erfolg bei mir da ist. Das ist super. Also das heißt, das wirklich analytische Vorangehen, das wirklich tief anzuschauen und reingehen in die Materie rein, das wirklich zu verstehen dann auch und auf der anderen Seite dann aber auch wieder loslassen zu können. Weil du hast ja erwähnt, dass du, wenn du das dann hast, dann geht es vielleicht einen Schritt weiter. In dem Moment, was löst denn das aus? Also die Erfolgsgeschichte. Das heißt, du gehst Schritt für Schritt einen Erfolg zu und du schließt ab und dann ist das Thema für dich erledigt. Oder schwingt da noch was mit? Oder nimmst du das Paket einfach und sagst, das ist jetzt noch eine Dienstleistung oder irgendein Puzzleteil, das ich noch mit anbieten kann? Dann musst du dich ja immer wieder in gewissen Jahren wieder neu erfinden. Oder ja, täusche ich mich da? Das ist genau richtig. Das ist, sage ich mal, die Schwierigkeit, wenn man nicht so eine klare Linie hat. Da hat jemand seine Berufung gefunden und geht nur der nach. Ich hatte da eben verschiedene Interessen. Und also loslassen ist etwas, was ich auch unterrichte in Retreats, wie das geht, weil ich hatte immer brutal Mühe mit Loslassen. Und darum habe ich so viele Strategien entdeckt und wurde richtig gut darin, das so schrittweise aufzuschlüsseln, weil ich so viel Mühe damit hatte. Ich habe es dann genutzt, um immer wieder zu überprüfen, wo stecke ich fest, und wenn ich etwas losgelassen habe, dann ist das für mich wirklich komplett abgehakt. Was ich dann aber mache, ich reflektiere darüber, ich schaue, wo hat es Learnings drin, wo hat es Erkenntnisse drin, die für andere Menschen nützlich sind, die vor allem auch für mich nützlich sind, was ich daraus lernen kann. Und das vermittle ich dann gerne. Okay, also das heißt, was du gelernt hast, ist zwar irgendwie vorbei, du konzentrierst dich auf was Neues, aber du profitierst davon, dass du das weitergeben kannst und hast da eigentlich noch so, sag ich mal, die Nachwirkung auch noch, dass du das Thema dann besser abschließen kannst. Kommt da irgendwann der Moment, wo du dann sagst, das Thema ist jetzt so weit vermittelt, dass ich da wirklich komplett loslassen muss und etwas ganz anderes mache, also so die Überschlagsweise, das Vorangehen? Ist das so oder habe ich das jetzt nur so interpretiert? Ja, also es ist ja immer so, jeder Mensch entwickelt sich weiter. Und für mich persönlich, ich praktiziere sehr viel in der Meditation und dadurch kommt es immer wieder dazu, dass ich Themenblöcke, die zwar für andere Menschen interessant sind, ich aber komplett den Bezug dazu verliere und das kann dann jemand anders machen. Also das geht bei mir dann, es gibt Themen, da habe ich eine enorme Leidenschaft, das geht nicht weg. Ja, zum Beispiel seit 8 Jahren, wenn es darum geht, Bewusstsein zu vermitteln oder Tools zu vermitteln, das liebe ich nach wie vor. Ich glaube, das ist etwas, das wird ewig bleiben. Und hier ändert dann einfach so die Tiefe oder die Form, die Schnelligkeit, wie man das umsetzen kann. Okay. Tiefe Form, Umsetzung, absolutes Führungsthema. Ne? Also das heißt, diese Geschichte vom Mindset, was ja eines deiner Schwergewichte zu scheinen seid oder wo du dich schon länger damit beschäftigst auch und das auch vermittelst, Wie gehst du damit um, wenn jetzt eine Führungskraft, du bist im Gespräch mit einem Manager, vielleicht von einem mittelständischen Unternehmen, 200-300 Leute oder so, und dann kommt ja auf das Thema Mindset und dann erklärst du ihm, was du da machst. Wie reagieren die darauf? Sehr gut, wenn sie einen Bezug dazu haben. Das ist wie mit allen Themen. Also wenn du mit jemandem über Digitalisierung sprichst, der noch nie davon gehört hat, der findet das, sagt, das brauchen wir nicht. Ja, jemand, der sich schon sensibilisiert hat, der findet es interessant. Und also dieses Mindset wird oft missverstanden. Manche meinen, es geht um den Verstand oder es geht um das Denken, aber es sind eigentlich drei Ebenen. Es ist das Unterbewusstsein, unsere Automatismen. Es ist das Tagesbewusstsein, ich schneide mit, was ich tue. Und es ist auch eine Ebene der Präsenz, von Intuition. Und alle drei zusammen ergeben das Mindset. Also wenn ich etwas entscheide, es geht teilweise so schnell, aber auch wie reflektiert jemand ist, wie gut jemand schon reflektieren kann. Und ganz viele Unternehmen, oder besser gesagt, ziemlich jedes, es fängt immer damit an, was habe ich für eine innere Einstellung zu einem Thema. Das gerade angesprochen, KMU, ein paar hundert Mitarbeiter. Ich war kürzlich in einem KMU und für die war jetzt zum Beispiel,
der ganze Bereich vom Online-Marketing wie ein Buch mit 7 Siegeln, die konnten das nicht verstehen, die wollten das nicht verstehen und entsprechend steht man sich selbst im Weg. Dann ist die Frage, engagiert man mich, um das aus dem Weg zu schaffen, oder sagt man, nee, wir machen mal weiter wie bisher und dann sucht man sich auch einen Trainer oder einen Berater, der weitermacht wie bisher, um den Status quo nicht anzufassen. Und also mich muss niemand buchen, weil er den Status quo beibehalten möchte, weil das wäre komplett so Ressourcenverschwendung. Das macht mir keine Freude, das macht dem anderen keine Freude, weil wir einfach in einer Welt uns bewegen, sich sehr schnell sehr viel verändert in kurzer Zeit. Das führt zu sehr viel Unsicherheiten. Und durch aber gezieltes Training, gerade Mindset-Training, kann man das halt trainieren, dass Traum bleibt, dass man ruhig und gelassen bleibt und so diese ganzen Anforderungen viel besser bewältigen kann. Du hast ein tolles Wort reingebracht, und zwar das Wort Präsenz. Da sind wir, vielleicht wird es manchmal unterschiedlich verstanden und so, aber ich bin ja auch ein Thema Präsenz und Essenz in der Führung, worüber ich ja auch ein Buch geschrieben habe, das kaum jemand vom Titel versteht, wenn ich sage präsenzielle Führung. Ja, ist auch ein klasse Buch, unbedingt kaufen, der das noch nicht hat. Dankeschön. Der Punkt, wo ich hier aber hin möchte, ist die Präsenz, die du erwähnt hast bei Führungskräften oder wenn du mit einem Manager, wenn du mit denen redest. Es gibt ja aber auch die Präsenz für Unternehmen. Also du hast das Online-Marketing erwähnt. Ist es denn so, dass Manager heute unterschiedlicher Führungsstufen für die Präsenz zuständig sind, die das Unternehmen mitbringen muss? Oder ist das Unternehmen wirklich so getrennt von denen anzuschauen? Weißt du, was ich meine, wenn wir so ein Thema... Ja. Okay, super. Es ist nicht möglich, das zu trennen. Das ist einer der Hauptgründe, warum Unternehmen zugrunde gehen. Es liegt daran, dass Menschen nicht wissen, was sie tun. Es fängt bei der Führung an. Also ein Unternehmen, das sich sperrt von der Führungsebene her, sperrt gegen neue Themen, die kommen, gegen neue Fähigkeiten, die man braucht in der Digitalisierung, was ja eines der größten Themen überhaupt ist im Moment, mit den jungen Menschen, die eine ganz andere Einstellung haben als vielleicht 30-jährige Dienstjubiläum haben. Das hängt alles damit zusammen, was ich für eine Präsenz habe. Präsenz ist, ich bin voll da, ich weiß, was ich tue. Und das ist auch eine Kraft, die damit kommt. Und wenn ich diese Kraft nicht habe, diese Kraft kommt immer von Menschen und diese Kraft, die vom Menschen ausgeht, die überträgt sich aufs Unternehmen. Und deswegen ist diese präsenzielle Führung, die du ansprichst, für mich wirklich die Essenz, die es braucht, um langfristig erfolgreich zu sein. Genau, das ist also das Puzzleteil. Der Mensch ist ja nur, wie man so schön sagt, ein Teilelement, ein Rädchen in diesem großen Getriebe des Unternehmens. Viele Unternehmen haben in ihrem Leitbild das Thema, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Meistens steht das nur auf dem Papier, aber nicht unbedingt in der Umsetzung des Unternehmens. Ist leider immer noch so. Ich sage dann lieber weniger reinschreiben, dafür da zu stehen und das auch umzusetzen, spürbar umzusetzen, Präsenz umzusetzen und nicht einfach nur ein großes Papier zu platzieren und sagen, hey, wir haben jetzt das Ganze im Rahmen gesetzt, im Setting und dann ist es toll. Der Mitarbeiter oder die Personen, die mit dir zu tun haben, denen du ja über Mindset diskutierst, da kommt ja ziemlich schnell, denke ich mal, auch der Begriff dann Fokus. Du hast ja gesagt, man muss sich auf etwas konzentrieren, man muss auf etwas zuarbeiten. Fokus ist ja heute, abgesehen, dass es auch ein Modewort zu scheinen scheint, also ist schon ein bisschen, sage ich jetzt mal, abgenutzt, aber Fokus ist essentiell, denke ich mir, gerade in der heutigen Internet-Thematik, in der Welt des World Wide Web, wo man alle und jede Information 24 Stunden bekommt, verliert man sich ja ziemlich schnell. Wie gehst du mit dem Thema Fokus um und was rätst du da Managern oder auch Privatpersonen, wenn sie sich irgendwie selbst verloren haben? Oder dazu neigen, sich immer wieder im Alltagsgeschäft zu verlieren? Ja, es braucht eine tägliche Routine, um seinen eigenen Fokus zurückzugewinnen. Also Fokus ist das Gleiche wie Willenskraft. Und mit Willenskraft ist nicht der emotionale oder der mentale, sondern der echte Wille gemeint. Das ist sehr wichtig, das täglich zu trainieren, genau wie du sagst, weil es gibt zwei Möglichkeiten, wer deinen Fokus lenkt. Entweder das ist das Unterbewusstsein
Und das Unterbewusstsein reagiert halt auf alles, was im Außen ist, sofort, lässt sich in irgendwelche Social-Media-Sachen reinziehen. Ich wollte nur mal kurz ein YouTube-Video schauen und 5 Stunden später bin ich dann fertig. Gearbeitet habe ich nichts in der Zeit. Das ist das Unterbewusstsein. Oder ich bin präsent und ich als präsenter Mensch, ich kontrolliere meinen Fokus. Jede Meditation, die man machen kann, und ich mag einfach das Tool der Meditation sehr gut, weil es aus meiner Sicht eines der größten Potenziale von der Wirkung überhaupt hat. Jede Meditation führt dazu, dass ich meinen Fokus lenke. Und es gibt auch noch Spezialmeditationen, die dazu gemacht sind, direkt den Fokus zu kontrollieren. Und da fängt es dann an, sehr spannend zu werden. Bekannte Übungen sind, schau einen Punkt an, bleib bei dem Punkt oder Blick in eine Kerze über längere Zeit. Und das hilft, um den Fokus zu stabilisieren. Okay. Wie rätst du das jetzt einem Manager, der von Termin zu Termin springt oder der permanent dieser Reizüberflutung zugegen ist? Wie soll sich der fokussieren? Dann haben ja die um einen herum dann das Gefühl, jetzt ist er mal irgendwie weggetreten. Oder ist das genau, nicht wirklich? Genau das Gegenteil ist der Fall. Das ist so die typische Angst, ja, wenn ich meditiere, dann sterbe ich. Also so, das ist so das Bild von außen. Ja, man ist da, da steht dann der Mensch komplett weltfremd in sich gezogen, hat keine Gedanken und genau das Gegenteil ist der Fall. Also das Erste, was es braucht, das ist wie mit dem Zähneputzen. Ich empfehle zuerst eine Routine. Natürlich macht man das erst, wenn es irgendwie auch Spaß macht und wenn man den Sinn und den Nutzen davon erkannt hat. Aber die Nummer eins kann man bei mir runterladen, die Sonnenmeditation am Morgen oder am Abend, 5 Minuten oder noch besser, die Präsenzmeditation 17 bis 20 Minuten, jeden Tag einmal. Das führt dazu, dass innerlich eine ganz andere Kraft aufgebaut wird, dass man innerlich mehr Raum bekommt, also mehr Handlungsspielraum. Und dann bin ich schon mal grundsätzlich weniger gestresst. Der innere Pegel der Gelassenheit steigt. Das Zweite, das sind Tools, die man lernen kann, die man in 1 bis 5 Minuten am Tag durch einsetzen kann, um innerlich wieder aufzuladen. Das klingt von außen immer ganz nett, aber da muss man erstmal die Erfahrung gemacht haben, dass es tatsächlich funktioniert, weil sonst ist der Zweifel da, kann das überhaupt sein, das kann doch nicht so einfach sein und so. Von einfach hat nie jemand etwas gesagt, aber es ist machbar. Und es ist halt die Frage, will ich das machen oder will ich das weiterhin alles andere meinen Fokus kontrolliert, nur ich nicht.